Der halbe Blutknoten. Das ist ein Anglerknoten, der dient zum Befestigen einer Angelleine an einem Haken oder Köder. In dem Fall Trillerpfeife benutzt und eine etwas stärkere Schnur, damit man den Knoten besser erkennen kann. Aber ansonsten ein Anglerknoten, wie gesagt, gemacht mit Angelschnüren zum Befestigen der Köder oder Haken. Halbe Blutknoten. Leine wird durch den Ring oder durch die Öse gesteckt, parallel gelegt und unter gleichmäßigem Zug mehrfach verdreht, 5 bis 6 Mal. Abschließend wird das Ende durch die oberste Bucht gesteckt und der Knoten dicht geholt. Und wir haben den halben Blutknoten. Sehr haltbar und vor allen Dingen hervorragend geeignet für sehr dünnes Material wie Angelschnüre zum sicheren Befestigung der Haken und Köder.